und man halt so schnell Leben verliert auch, ne? Das ist halt echt schon. Puh. Weiß ich nicht, ob ich das jetzt 10 Stunden. Ja! Weiß ich nicht, ob ich das hier 10 Stunden so spielen möchte. Ja, müssen wir einfach mal gucken. Ne? Also ich bin jetzt ja noch so ein bisschen auf Erkundungstour. Ja, also auch die Entfernung von den Kanistern muss ich ein bisschen besser abschätzen können. So, wir versuchen das Ganze nochmal. Mit 4 Leben jetzt nochmal in diesen Raum. So. Das Spiel hasst mich echt, ja genau. Ja, es ist wirklich schwieriger als Dings, da hast du recht. Ja, es ist schwieriger als Elite Force 1 und 2, weil man halt so genau checken muss alles. Ne? Man muss halt wirklich vorsichtig vorgehen. Man muss den Tricorder immer im Anschlag haben. Man muss immer die richtige Taste drücken, damit auch dann, wenn der Tricorder gebraucht wird, das Richtige gescannt wird und so. Wenn zwischendurch mal ein Hypospray fallen würde, wäre ja alles gut. Aber es fällt nichts, ja. So wenige Items, so wenige Möglichkeiten, sich zu heilen. Keine Heilstationen irgendwo. Ich glaube nicht, dass ich dem Spiel noch eine Runde gebe. Also heute die 1-2 Stunden ist okay, aber boah, das ist mir, glaube ich, doch ein bisschen zu stressig, sich so durchzuspielen. Wenn jetzt mal eine Heilstation irgendwo wäre, ja, und ich jetzt mal wieder ein bisschen durchatmen könnte und nicht jeden einzelnen Kampf flawless schaffen müsste, also ungetroffen, dann wäre es ja okay. Aber es ist halt gar keine Heilstation irgendwo zu sehen. Der Reaktor destabilisiert sich. Verlassen Sie das Schiff. Retten Sie sich. Ja, mache ich gleich. Das ist okay. Aber es ist ja auch so ein Punkt, wo ich sage, ja, wir checken das Spiel. Ne? Wenn es zu schwer ist, ist es nichts für mich. Also ich bin auch keiner, der zum Beispiel... Doktor, ich habe einen Überlebenden gefunden. Der Mustervergrößerer ist positioniert und aktiviert. Keiner, der Dark Souls zum Beispiel spielt. Ja? Dark Souls ist mir auch viel zu schwer, diese richtigen Kämpfe machen, richtig ausweichen, richtig blocken und sowas. Ich bin eher der, der läuft schnell gerne durch. So Doom-mäßig einfach bam, 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 ja. Und immer zwischendurch noch ein bisschen... Ja! Seht ihr das? Sowas kann ich nicht ab. Sowas finde ich sowas von nervig, dass man macht die Tür auf, das Monster ist da und schießt sofort. Weiß gar nicht, dass ich da bin und bam, Vollschuss, Sofortschuss. Sowas mag ich nicht. Ich laufe jetzt hier durch das ganze Level und finde kein einziges Hypospray. Wie haben die sich das gedacht? Pff. Okay. Gut, gehen wir mal in die andere Richtung. Da, wo 2 von den Gegnern sind. Da muss ich jetzt auch lang. Da führt kein Weg dran vorbei. Ne? Das ist leider so. Ja, schwierig, schwierig. Der war bei EverQuest 1 auch oft mit Monstern. Hat mich auch aufgeregt. Okay, ja. Ja, EverQuest 1 und... Elite Force 1 und 2 habe ich aber alles eigentlich relativ gut durchgespielt. Ich meine, klar, mit den Klingonen, die einen sofort angeschossen haben bei Elite Force 2, da war mal eine lustige Sache. Da habe ich echt auch ein bisschen gezweifelt an mir. Aber das ist halt mal bei den Spielen so. Aber hier ist es ja so, dass man so wenig Leben kriegt. Das, also wenn nirgendwo in so einem Level irgendwo eine Heal-Station ist, dann finde ich es schon grenzwertig. Da musst du so perfekt spielen. Und perfekt spielen brauchst du heute bei keinem Spiel mehr. Ne? Bei den meisten Spielen startest du da wieder, wo du stirbst oder eine Sekunde vom Sterbepunkt entfernt am Wegschrein oder so. Oder, ja, oder am gleichen Punkt sogar. Ja? Also dieses, ich starte dann an dem Eingangspunkt vom Level
ohne dass ich irgendwas gemacht habe und muss alles nochmal machen, wenn ich jetzt nicht gespeichert hätte. Das, boah, nee, das ist es nicht. Also, so, jetzt gucken wir mal. Können wir denn jetzt mit dieser einen Karte da rein? Mit der Kommandokarte kommen wir hier nicht rein, ne, oder? Nee. Kommen wir mit der Maschinenraumkarte hier rein? Ne, sieht auch nicht so aus. Da macht dann noch immer ein Falschgeräusch. Doch, mal probiert's, ne. Da komme ich nicht rein. Wir brauchen diese Versorgungsraumkarte. Und das bleibt jetzt nur noch da. In dem Raum des Todes. Wo sie schon auf mich warten. Ja, ihr seht, sie warten schon auf mich. Natürlich bleibt da noch die Möglichkeit, cheaten. Ne? Cheaten ist natürlich immer eine Möglichkeit. Ja, irgendwelche Codes eingeben. Ja. Ja, speichern ist gut. Ja, genau. Dann brauchen wir hier nicht nochmal hinzulaufen, wenn wir jetzt sterben. Das war ein guter Einwand. So, dann auf Tricorder schalten. Obwohl, die können auch mit dem Weiten. Da brauchen wir keine Modulation. Und jetzt müssen wir die richtige Karte reintun. Und da müssen wir schnell sein. So, zack und weg. Ja. Zu zackig, oder? Nee, doch noch nicht. Die Karte war noch nicht ganz durch. Nee, die Kommandokarte wäre die richtige gewesen. Ja, das ist natürlich cool, dass der so Auto-Aim hat. Mit dem geht's dann eigentlich, wenn man weit weg ist. Habt ihr ja gesehen, ne? So, das ist halt jetzt so blöd. Jetzt muss ich schon wieder scannen. Jetzt muss ich dann schon wieder auf die andere Waffe. Es ist... Nee, das ist es nicht. Also, wenn das jetzt auch noch im zweiten, dritten, vierten Level so ist, dann lassen wir es. Also, dann war das heute das letzte Let's Play. Darauf habe ich jetzt keinen Bock, 10 Level so zu spielen. Also, immer weiter Waffen wechseln, immer weiter Transrecorder, immer weiter... Mal ist das cool, ja? Mal so eine Waffe... Mod, um die modifizieren zu können und so. Mal ist es cool. Das ist auch cool, zum Beispiel bei, war es bei Elite Force oder war es bei Star Trek Online? Da muss man auch zuerst immer mal wieder auf Frequenz anpassen drücken oder sowas, ja. Aber irgendwann kriegt man dann dieses automatische Frequenz anpassen und das muss hier jetzt auch rein. Also und vor allen Dingen bei dem großen Gewehr. Weil ich habe keinen Bock, immer diesen Phaser leer zu schießen bei einem Monster, dann wieder zu warten, bis es vollgeladen ist, dann wieder leer zu schießen. Das sind alles so Kleinigkeiten, die stören bei dem Spiel gerade. Ja, also, ich muss den Phaser komplett leer schießen, dann ist erst das Monster tot. Ich muss immer scannen, dann geht erst die Modulation rum. Und ich muss immer die eine Waffe nehmen, weil die andere nicht funktioniert. Das sind so drei Dinger, die mich schon total annerven. Und dann halt, ich finde kein Lebensback. Vier Dinge, ja, die mich jetzt schon annerven. Boah, da hatte ich bei Elite Force nicht so das Gefühl. So, noch fünf Überlebende. Mal gucken, ob wir jetzt auch langsam mal die Versorgungskarte finden. Was habe ich gemacht? Er macht irgendwas, ne, hier. Aber was er macht, müssten wir mal scannen. Medizinisches Hilfsmittel Hypospray. Wo sieht er das denn jetzt? Habe ich jetzt so viele Hyposprays aufgehoben? Ne? Kartenleser Kommando. Wo sieht er denn jetzt das Hypospray gerade? Irgendwo da. Im nächsten Raum. Da ist Bayonana. Da ist der Kartenleser. Da ist die Kapsel. Da ist das Hypospray. Da. Ah. Man muss echt die ganze Zeit scannen. Alter Schwede, ey. Heftig. Okay. Den nächsten, den wir retten können. Cisco an Begir. Ich habe hier noch einen Überlebenden.
Bereit zum sofortigen Transport. Super, wieder eingerettet. Hat man auch was da gelassen. Die Versorgungsbereichkarte. Yippie. Das ist gut. Jetzt können wir einmal unten in den Versorgungsbereich oder oben, je nachdem, wo es war. Und wir können hier in den Versorgungsbereich. Jetzt haben wir also wieder zwei... Okay, hier darf man nicht lang. Jetzt haben wir also wieder zwei Bereiche. Oh. Auch hier, ja. Das ist jetzt schon wieder die Kommandokarte. Er weiß es doch jetzt langsam. So. Okay. Oh. So, und das ist auch was, ne? Dass ich jetzt hier so in der Enge bin. Jetzt erstmal wieder den Tricorder. Und jetzt bin ich tot. Boah, das nervt so an. Jetzt komme ich hier nicht um. Ne. Heute ist der letzte Stream dafür. Sorry, aber heute ist der letzte Stream dafür. Das ist, ne. Das geht so nicht. Das ist nervig. Das halte ich nicht durch länger als den heutigen Stream. Dafür bin ich zu viel andere Spiele gewöhnt, die mehr Komfortfunktionen haben. So, jetzt habe ich das, jetzt das Automod und... Puh. Vor allen Dingen im ersten Level schon so ein Stress, wisst ihr? Wir sind ja gerade erst im Anfang des Spiels. Gerade auf der ersten Ding und schon nur am Rum experimentieren. Puh. Also wenn wir nachher natürlich in ein Level kommen, wo wir einfach ballern können, etwas rausfinden müssen und nicht immer weiter diese ganze Modulationskrams machen müssen, dann ist es wieder was anderes. Aber du sagst ja auch, Chris, es würde bald anders, aber boah. Da muss es aber bald sein. Ganz bald sozusagen. Am baldesten. Am noch baldiger. Genau, wenn es wenigstens auf den Phaser switchen würde, sobald ich es genau per Tricorder gefunden habe, die Modulation. Dass er dann automatisch. Aber nein, du musst erst noch die 1 dann drücken. Du musst also schon wieder rum. Es ist alt, das Spiel. Man merkt, da fehlt einiges an Komfortfunktion. So, jetzt aber. Gucken wir mal in den Versorgungsbereich hinein. Kann ja nur schlimmer werden. Ey. Sagt man so, früher waren die Spiele so, ne? Ein Fehler und du warst tot. Das war ja auch nicht anders bei Mario oder so, ne? Einmal verhüpft, schon ein Leben verloren. Im Endeffekt war es so, immer schon, ne? Alte Spiele waren immer schon schwierig. Das Problem ist, ich bin auch alt geworden. Und ich habe nicht mehr die Geduld. Oh, mit Spiegelmodus schon. Ich habe nicht mehr die Geduld, immer weiter jeden kleinen Raum erstmal abzuchecken, ob ich rein darf oder nicht. Das ist halt einfach bei Deep Space, muss man auch aufpassen. Ne, wie heißt es? Dead Space. Aber da kann man sich auch mal ein, zwei Fehler erlauben. Aber ich bin einfach zu alt, mich jetzt bei jedem einzelnen Raum vorsichtig erstmal voranzupirschen. Und dann ist man vorsichtig. Und dann kommen die Viecher aus dem Nichts. So wie jetzt gerade. Ne. Nein. Einfach so von wegen, haha, du redest jetzt mit der Figur und jetzt kommen die Monster. Weißt du, dieses... Das ist ja auch dann so... Ja, willkürlich. Ja. Hauptsache, du kriegst jetzt Schaden, nur weil du jetzt mit der Figur redest. Das ist Kacke. Nee. Das ist nix. So. Trotzdem, wir machen weiter. Wir versuchen hier noch diese Station... Justieren Sie Ihren Phaser, damit er sich Ihrer Schildharmonie anpasst. Ja, das weiß ich. Dankeschön. Wir versuchen das hier schon jetzt noch durchzuziehen, das Level. Ne? Also, wir machen jetzt nicht vorher Schluss. Das ziehen wir noch durch. Ich kriege den Musterverstärker ganz sicher ins Laufen. Ach, ich bin auf Maschinenraum. So. Sisko an Begier, ich habe hier noch einen Überlebenden. Bereit zum sofortigen Transport. Ja, ne? Du hörst sie auch, ne? Da ist immer Sam von Stargate SG-1. So. Umwechseln und go. So, und jetzt guck. Ich muss das Ding leer schießen.
Wenn jetzt noch ein Monster käme, muss ich also wieder aufs Aufladen warten. Ganz schlecht gelöst. Boah. Aber gleich haben wir es. Gleich, wir haben fast alle gerettet. Wir sind durch den Versorgungsbereich fast durch. Jetzt müssen wir hier wieder ein paar Räume abchecken, dass wir nicht sofort wieder weggeballert werden. So wie hier. So, da haben wir den nächsten Überlebenden. Ah, das sieht doch gut aus. So, dann haben wir auf jeden Fall auf der Etage. Oh, da liegt da noch was. Hey, hier drüben. So. Ja, die Etage haben wir clear. Das hat gut funktioniert jetzt. Ich bin ja auch auf hohem Niveau am Motzen, ne? Das ist ja auch schon so, muss man sagen. Cisco an Begier. Ich habe hier noch einen Überlebenden. Bereit zum sofortigen Transport. Ja, man ist halt Dead Space 1, 2, 3 gewöhnt. Man ist halt Doom gewöhnt, wo man einfach durchspielen kann. Man ist halt Horizon gewöhnt, so riesige Welten. Assassin's Creed, wo man einfach auch reinlaufen kann in die Gegnerbasis und alle wegmähen. Man ist halt ganz andere Spiele mittlerweile gewöhnt. Das ist halt echt dieses... Früher ging das nicht. Setz heute mal ein Kind vor Super Mario Bros., wo die da so immer hüpfen müssen da und die Pilze sammeln. Die schaffen ja noch nicht mal das erste Level. Oder Sonic the Hedgehog, wo du da so mit dem Sonic da durch die Gegend rollen muss. Die schaffen ja noch nicht mal das erste Level. Die verzweifeln ja schon beim ersten Boss und so heutzutage. Weil du da nur 3 Leben hast und dann ist Ende Gelände. Aber man muss sich da nicht mal dieser Qual aussetzen, oder? Es war ja auch nicht dann die goldene alte Zeit, das war ja schon die nervige alte Zeit. So, aber jetzt haben wir eigentlich alles soweit gut durch. Ne? Hier ist alles clear, wir fahren nochmal runter. Da kommen wir auch noch in den Versorgungsbereich und dann müssten wir eigentlich fertig sein. Auch damals war es schon ein Agro-Game. Chris, das ist gut. Oh, ey. Boah, es geht ab. Jetzt habe ich... Ah, hier muss ich auf den anderen... Hier hätte ich sofort mit dem reingehen müssen. Das ist jetzt wirklich meine Blödheit gewesen. Der ist ja gut, ne? Hier für... Für so Ballerei ist der ja super. Und das frage ich mich auch immer, warum wird diese Leiche jetzt angezeigt? Wisst ihr, was ich meine? Was bringt mir das jetzt? Alle anderen verschwinden und die liegt hier noch. Was? Die ist geglitscht. Ah, okay. Ja, weil die meisten verschwinden und manche sind halt noch da und kann man scannen. Okay. So, jetzt wollten wir hier eigentlich nur noch geradeaus in den Versorgungsraum. Ob das jetzt klappt, ich speichere mal. Ja, bis jetzt. Wir sind schon mal bis zur Tür lebendig gekommen. Programm wird ausgeführt. Das ist ein Bajorana. Ah, schon wieder. Oh, komm her. Jawohl. Ich sehe mich da hinten im Spiegel. Wie cool. Wo ist denn der jetzt? Da ist noch einer. Das sind die zwei. Wo ist denn der, der da ballert? Ich sehe den nicht. Hä? Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Wir retten jetzt einfach die beiden, ist mir jetzt egal. Komisch, was hier los ist manchmal. So, Versorgungsbereich, Zugangs- oder Musterverstärker. Oh Gott, wenn man hier zu viele Items hat, das ist Doktor, aber auch... ich habe einen Überlebenden gefunden. Der Mustervergrößerer ist positioniert und aktiviert. Ja, was denn jetzt? Mustervergrößerer oder Musterverstärker? Was wäre denn die richtige Bezeichnung? So, den jetzt noch. Dann sind sie alle raus. Cisco an Begier. Ich habe hier noch einen Überlebenden. Bereit zum sofortigen Transport.
Ben, alle Überlebenden sind auf die Krankenstation gebeamt worden. Yes! Sie müssen zusehen, dass sie da rauskommen. Die Mikrofusionsreaktoren destabilisieren sich. Verstanden. Ich gehe zurück zum Shuttle. Cisco, Ende. Ich mache jetzt mal, auch wenn das in der Brille ein bisschen blendet jetzt, dieses Licht, aber ihr seht mich dann besser, weil draußen wird es gerade dunkel und dann wird es hier immer düsterer im Raum. So. Okay. Wir sind bereit für... Wie war die Mission? Jetzt soll ich einfach nur noch raus. Missionsziele. Ne? Auf Deck 2 zum Shuttle gehen, genau. Achso, das ist auch schön hier, ne? Das muss man ja Takte sagen. Takte Kommunikationsaufzeichnungen. Ne? Dass da jetzt auch steht Cisco und O'Brien und so, ne, was man so besprochen hat. Empfangene da Kommunikationszugriff auf Kommunikationsaufzeichnungen. Das ist schon cool, ne? Ich gehe zurück zum Shuttle, Cisco enden, Ben, alle Überlebenden, ne? Also das finde ich schon cool, ne? Dass man so ein bisschen den Text nachlesen kann, den man vielleicht verpasst hat oder so. Ich laufe jetzt erstmal mit Phasergewehr so lange. Ich nicht eine von den Großen finde. Das sind alles so, das sind dann so kleine Sachen, die kannte man früher halt nicht, dass so ein Textprotokoll drin war, dass man so Modulation machen konnte, dass bei Star Trek Elite Force halt auch die Granaten an der Wand abprallten und sowas alles. Da muss man sagen, das war dann schon wieder ein bisschen moderner. Ja, aber es muss dann ja auch Spaß machen, ja? Oh, jetzt muss schon wieder die Waffe wechseln. Schon wieder leer machen. Ho, ho, ho. Das nervt so. So, und jetzt ist sie halt nicht vollgeladen. Und jetzt muss ich halt so lange vor dem Weglaufen, bis... ich genug Energie habe. Das nervt ohne Ende. So, okay, jetzt haben wir's. Eigentlich müssen wir jetzt nur noch zum Porter, ne? Eigentlich geht's ja jetzt. Ziel erfüllt. Kehren Sie zum Turbolift auf Deck 2 zu. Jawohl! Geschafft! Level 1. Fertig. Ah, guck mal, wir sind wieder bei der Deep Space Nine. Ah, das war auch eine schöne Serie. Wir brauchen... obwohl, es gibt ja wieder neue Serien. Aber so eine Serie mit einer Raumstation war auch irgendwie cool. Hä? Was ist denn da passiert? Captain, bitte sehen Sie sich meinen Bericht über Obernack und den Überfall der Kaltan auf sein Kloster an. Ich finde Obernacks religiöse Ansichten verabscheuungswürdig, aber ich bin mir sicher, dass ein Teil von ihm immer noch der ehrenhafte, gefühlvolle Mann ist, an den ich mich erinnern kann. Das muss einfach so sein. Er benötigt unsere Hilfe und unseren Schutz vor diesen Fanatikern. Also wie gesagt, die Grafik sieht jetzt sehr chaotisch aus. Sie kann besser sein. Wenn ihr es runterladet von archiv.org und auf Deutsch patcht mit den DirectX-Treibern, Direct3D-Treibern und auf hoher Auflösung sieht es besser aus, als ihr es jetzt hier seht. Ja, nur das kriege ich halt höchstens mit dem Übertragen, mit dem OBS. Beim letzten Stream, also Teil 1, ja, auf YouTube ist das hier Teil 2, das andere ist Teil 1 auf YouTube, da habe ich es noch anders übertragen können, aber da war das Problem, dass es dann immer abgestürzt. Immer wenn man so Alt-Tab gemacht hat, aus dem Spiel rausgetappt, dann ist es abgestürzt. Da sieht die Grafik aber besser aus im Teil 1 von dem Stream. Aber heute wollte ich halt Alt-Tab drücken und nicht abstürzen lassen das Spiel, damit ich nicht immer auf den Desktop fliege. Ja, und ne, so geht's. Im Fenstermodus und 800x600 Auflösung, alles gut. Guck mal, da ist sogar der, ne? Wie schön. Ein eckiger Baseball. Basketball, Baseball, Baseball. Ja, wir sind auf DS9 in Ciscos Lagerraum. Können keine Waffen, keine Kommunikationsgeräte, nichts benutzen.
und sollen Missionsziele zum Turbolift gehen. Die Stimme, ja, die wiederum liebe ich, ja, diese Computerstimme. Taktische Daten. Ja, die ja jetzt von der von Elite Force auch bekannt ist. Und jetzt sogar taktische Daten hier zu sehen. Guck Zugriff mal. Auf taktische Daten. Jetzt kann man sogar mal ein bisschen nachlesen hier. Krigari. Ich lese das nicht vor. Ich denke mal, das wollte er nicht. Ja, dass ich das vorlese. Zugriff gewährt. Aber ist wirklich jetzt auch schön. Da ist jetzt so ein Wissensarchiv drin. Was sind das denn für Viecher, die wir da jetzt in der ersten Mission gefunden haben? Boah. Ja, da können wir ein bisschen was zu erfahren. Ich lass mal beides kurz auf. Und auf YouTube könnt ihr dann auf Pause drücken, wenn ihr das lesen möchtet. Ja, also vorlesen würde ich das jetzt nicht, sonst dauert der Stream zu lange und wir kommen nicht weiter. Aber wenn euch gerade so diese ja, Außerirdischen interessieren, ich gucke es mir auch dann an, wenn ich es schneide, ne? Und dann auf YouTube hochlade. Also ich bin gerade auf Twitch unterwegs, bringe die Videos dann immer auf YouTube und dann, genau. Und da kann man ja auch auf Pause drücken. Wenn man bei Twitch auf Pause drückt, springt man ja dann sofort wieder in den Livestream, dann ne, bringt es nichts. So, okay, das sind also die Krigari. Gari an sich finde ich ja schon ganz schön eigentlich. Ne? Gari ist ja gar nicht so ein schlechtes Wort, ehrlich gesagt. Gari an Metatron, alles klar. Aber interessant. Zugriff auf taktische Daten. So, gucken wir mal, was sind denn Prüla Obanak? Zugriff gewährt. Ach, bajoranischer Bürger. Mhm, das ab und sieht es ja auch so hier. Während der Besetzung zeigte mindestens so viel Geschicklichkeit und Courage, wie man von. Oh, okay. Wow. Die wollen uns hier einen Aufsatz zum Lesen geben, ne? Also, das ist halt auch schon wieder cool irgendwie. Ich kenne den jetzt nicht aus der Serie, muss ich sagen. Die Zugriff auf taktische Daten. Taktische Daten. Kommunikationsaufzeichnungen. Taktische Sorry. Daten. Die Parkgeister. Zugriff auf taktische Daten. Zugriff auf taktische Daten. Kennt man? Ja, ich bin die ganze Zeit versuchen, nach unten zu springen, aber da das nur hier ein Einseiter ist, bin ich gerade hin und her gesprungen. Okay, die Parkgeister kennt man natürlich aus dem Himmelstempel und so weiter, ne? Wenn er die Serie kennt. Da brauchen wir nicht groß drüber nachzudenken. Aber hier, die Drehkörper der Parkgeister, okay. Zugriff gewährt. Kennt man auch. So, werden auch schön erklärt, dass man ein bisschen mehr in die Deep Space Nine Story hineinkommt. Die kenne ich jetzt dann doch. Zugriff auf taktische Daten. So, Gerardo. Zugriff gewährt. Ist der fünfte Mond, der sich im Orbit um Planeten Bajor befindet. Mal gucken, ob ich den bei Star Trek Deep Space, Star Trek Online demnächst sehe, diesen Planeten. Wenn ich wieder Star Trek Online spiele, ob der da auch drin ist. Unbewohnbar zu machen, um die Mondoberfläche. Okay. Die wenigen Bewohner Gerardos wurden vor dem Projekt durch die provisorische bajoranische Regierung umgesiedelt. Okay, der Minenbau. Ja, okay. Das ist Gerardo. Kardassianische Zugriff auf taktische Daten. Leiche. Ah, das ist nochmal interessant. Todesfallbericht. Dr. Bashir. Genau, diese Zugriff gewährt. Leiche in dem Pylon, die wir gerade in der Cutscene gesehen haben, das war ja, glaube ich, am Anfang, ne? Dieses Experiment, was da war. Könnt ihr in Teil 1 nochmal gucken, das ist wohl schief gelaufen. Strahlungstest, die wir an der Leiche gemacht haben, im Pylon 2, nach dem Grad, kosmische Partikel. Okay. Odo hat die DNS-Profile der beiden Leichen zur Identifikation nach Cardassia geschickt. Wer das also ist, diese Leichen? Na gut. Zugriff auf taktische Daten. Interessant, so ein bisschen krimi-mäßig jetzt. Zugriff gewährt. Was haben wir sonst noch so? Zugriff auf taktische Kommunikation. Empfangene Daten. Nicht möglich. Okay. Dann können wir jetzt mal weiter. Wir sollen Turbolift nehmen. Oh, wie schön. Ben, ich habe da etwas. Ich habe im Archiv von Memory Alpha einen Bericht eines Aufklärungsschiffes gefunden, das an der romulanischen neutralen Zone entlang patrouilliert.
Die Spezies, die uns und das bajoranische Forschungsschiff angegriffen hat, sind die Grigari. Es sind Scavenger und Piraten aus den entlegenen Teilen des Beta-Quadranten. Ich habe einen vollständigen Bericht auf Ihr Pad geladen. Aha, das sind Scavenger. Ja, also so Plünderer. Grigari. Auf der Defiant werden intensive Reparaturen vorgenommen. Sie wird für mindestens 2 Tage nicht einsatzfähig sein. Boah, da können wir gar nicht in den Krieg ziehen. Captain, wir werden von unterschiedlichen höheren Kräften geführt. Aber ich hoffe, dass unsere spirituellen Differenzen ihre Urteilskraft in dieser Angelegenheit nicht trüben werden. Ich bin überzeugt, dass wir die geeignete Rolle der Paargeister für die Zukunft Bajors vergraben in den Tempelruinen auf Hierado finden werden. Die Antwort liegt in den Drehkörpern der Paargeister. Kaivin fürchtet die Entdeckung, die wir machen könnten. Das ist der einzige Grund, dass sie allen Bajoranern verboten hat, die Mine und den Tempel zu betreten. Ist halt lustig, dass die Stimmen so toll sind und dass man die kennt und dass die Grafik dann so richtig anopief aussieht. Sir, der Techniker, der die Toten entdeckt hat, steht immer noch unter Schock. Wenn man Reparaturen an der Außenhülle durchführt, ist das auch so schon nervenaufreibend genug. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was der arme Junge durchgemacht hat, als er diese Zugangskonsole öffnete und 2 kardassianische Leichen plötzlich auf ihn zusprangen. Das ist wirklich faszinierend, ne, was da passiert ist. Also, faszinierend. Turbolift, soll ich zur Promenade oder wo muss ich hin? Hier dann, ne? Oder? Naja, richtig Turbo ist der ja nicht. Können wir auch zu Quark. Ah, die bei Star Trek Online haben abgeguckt hier. Luftschleuse zur nächsten Mission. Nee, da wollen wir noch nicht hin. Lass uns gerade mal gucken. Schneiderei, aha, aha. Es scheint, als wäre Constable Odo da über eine höchst verwunderliche Mordgeschichte gestolpert. Anscheinend hatten 2 nicht identifizierte kardassianische Soldaten vor ungefähr 6 Jahren das Pech, in die Hülle der Station eingearbeitet zu werden. Das erinnert mich an das alte kardassianische Sprichwort. Es gibt Wege, um zu sterben, und es gibt Wege, um zu sterben. Ja, nee, ist klar. Ach, der war auch gut. Abgesandter. Ja, das finde ich aber cool, dass man hier auch so ein bisschen die Station untersuchen kann. Wenn jetzt nicht gerade in der nächsten Mission wieder das doofe Theater mit der Modulation passiert, dann können wir es vielleicht doch was länger spielen. Ja, endlich hier mal auf der Deep Space Nine rumlaufen. Kann man auch in Star Trek Online, also ist jetzt nichts so weltbewegendes. Aber es hat was. Oh, guck mal, Squawks ist auch hier. Bajoranischer Tempel natürlich auch. Das sind alles so Händler bei Star Trek Online, aber hier ist ja cool. So. Quark's Bar. Der ist auch lustig. Der ist ja in der ganzen Serie dabei. Ich glaube, der spricht nie. Im Making-of oder so sieht man ihn dann auch mal, wie der Schauspieler aussieht und so. Das ist schon witzig. Running Gag, der Typ. Der nie redet. Captain. So, ist Quark nicht da? Ich habe Gerüchte gehört, dass Sie eine Reise zu dem alten bajoranischen Tempel auf Hierado machen möchten. Sie sollten wissen, dass ich Kunden habe, die jede Summe für seltene bajoranische Artefakte zahlen würden, die dort vielleicht herumliegen. Doch, er ist da. Als Mittelsmann erwarte ich lediglich einen bescheidenen Anteil. 40%. Denken Sie darüber nach. Möge die Weisheit des Profits Sie lenken. Die Weisheit des Profits, das ist auch nicht schlecht. Aber in Star Trek Online ist die Skalierung einfach urk, ja, okay. Ja, Hauptsache man kann ein bisschen durch die Deep Space Nine laufen, das ist durch die Station, klar. Es ist ein bisschen komisch gemacht. Aber man merkt, was es sein soll, das ist die Hauptsache. Es gibt ja auch die Sternflottenakademie, es gibt die Sternbasis und sowas alles. Also ich finde es schon cool, was die alle so in Star Trek Online wirklich dargestellt haben. Die ganzen Planeten, die alle so ein bisschen eigenes Theming haben, eigene Story, eigene Quest. Also, mir gefällt's, ja. Es sind nicht so viele Planeten, wie bei Starfleet demnächst sein werden, ja. Ich glaube, keine 1000 Planeten sind in Star Trek Online drin. Aber es sind schon ein paar drin. Also 100 bestimmt. 150, 200, so bestimmt. Da haben wir natürlich in Starfield demnächst angeblich 1000 Planeten, ne, von Bethesda. Das werden wir natürlich hier auch spielen. Auf dem Kanal. Ja, wir spielen Elder Scrolls Online, da müssen wir auch Starfield spielen. Gehört auch dazu.
So, gucken wir mal auf der Krankenstation. Ist Bashir? Die Leichen der Cardassianer waren durch ihren langen Aufenthalt im Weltraum stark ausgetrocknet. Nach dem Grad des Molekularschadens, den sie durch kosmische Partikel davongetragen haben, würde ich jedoch sagen, dass sie vor ungefähr 6 Jahren gestorben sind. Nicht lange bevor die Cardassianer diese Station aufgegeben haben. Anscheinend haben sie sich beim Transport in der Hülle der Station rematerialisiert. Man kann aber nicht sagen, ob dies zufällig oder mit Absicht geschehen ist. Aha, ist also schon lange her. Und sie haben sich in die Hülle gebeamt. Oder wurden in die Hülle gebeamt. Gut. Ob wir das jetzt rausfinden müssen, alles genau. Aber so haben sie sich Arbeit gemacht, die Station ein bisschen nachzuvollziehen. Jetzt gucken wir noch beim Bajoranischen Tempel nach, der Drehkörper-Dingensbummens.